Einen wunderschönen guten Morgen, wie das Szenario zu sagen pflegt. Und damit herzlich willkommen zum Let's Play vom Train Simulator 2018. Wir sind wieder auf der Erweiterung zur Strecke Köln-Koblenz und zwar die Strecke mit dem Kölner Flughafen und so. Und den haben wir letztes Mal schon angeschaut, das heißt, wir schauen uns jetzt noch den restlichen Teil der Strecke an. Wir haben nämlich die Kontrolle über diese 423. Wir starten in Troisdorf und machen mehrere Halte bis Köln-Hansaring und so, ne? Wir lassen die Fahrgäste jetzt mal zusteigen und das mit dem guten Morgen meint das Szenario sehr ernst, wie man sieht. Es ist 20.42 Uhr. Ja, passiert, ne? Wie die Tomaten. Den Witz wollte ich jetzt auch mal mit Play bringen, der ist in Ordnung. Mittelmäßig, so. Machen wir mal alles an, was wir haben und dann machen wir mal ganz kurz so eine... Tag, Kollege. Da machen wir mal so eine kleine... Da, hier, so Streckenanalyse. Und zwar, letztes Mal sind wir gestartet. Köln-Hansaring, das ist ungefähr da. Hier. Und sind dann gefahren über den Hauptbahnhof und hier über den nördlichen Teil der Strecke. Wir fahren jetzt den direkten Weg da unten drunter. Jetzt sieht meine Maus nicht, aber den Weg da, den fahren wir, ne? Heute mal den anderen und das ist jetzt einfach mal unser Ziel heute. So, bei ein bisschen schönerem Wetter, damit man ein bisschen was sieht. Sonst sieht man ja nichts. Ja, Josh, wirklich? Ja, wirklich. Ist super. Sogar auch hier mit LZB, das finde ich immer ganz praktisch. So. Guck mal, der RE fährt auch gleich weg. Muss auch gar keine Pit... Nee, baue ja alles gar nicht mehr. So, guck mal. Da ist gleich wieder rot. Das ist natürlich schade, aber da kann man nichts machen. So. Aktuell aber noch 100, gell? Aber ich glaube, ich brauche gar nicht mehr so schnell fahren. Wie letztes Mal auch. Ist viel rot hier, aber so ist es Leben, ne? Das Leben besteht nicht nur aus grünen Ampeln und damit man sich auch über grüne Ampeln freuen kann, müssen andere Leute natürlich rote Ampeln haben. Von daher haben rote Ampeln durchaus ihre Berechtigung. So. Hier gibt es jetzt davon eine 60, da kann man noch ein bisschen drauf geben. Spich, Bahnsteig 1. Okay. Also geht es hier so ein bisschen wirklich tatsächlich ins Ländliche. Ja, genau, der Teil ist da ein bisschen der nördlichere, eher nordöstlichere Teil. Der Hauptstrecke, die ja über Bonn fährt, der hier fährt über Troisdorf, das ist ein bisschen nördlich. Ja, genau, irgendwie sowas in der Art. So, 60, ja, Tatsache. Nach Spich, deswegen das S wahrscheinlich, habe ich mal gelernt. Was das nächste ist, rot, stimmt. Nee, 60, hä? Ja, das ist ja anscheinend sehr launisch, das, der Zug, da kann man nichts machen. So. Ja, tucke mal ein bisschen da lang, sehen wir ein bisschen was von der Strecke. Hat so ein bisschen was von dieser anderen München-Strecke, gell? Da, wo der Zug eigentlich auch herkommt. Der Zug, muss ich auch sagen. Zug oder Zug. Eins von beiden. Ganz wichtig. So, dürfen wir denn jetzt... Ah, oh, guck mal, LZB-Bereich. Huhu. Dürfen wir, dürfen wir, dürfen wir. Ja, 120. Also so ungefähr. Ja gut, so schnell fahren, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee wegen da vorne, aber das kriegen wir schon hin. Ist doch mal süß, wie man dann merkt, guck mal, er schaltet, guck mal, er schaltet das X-Signal. Sieht man aber ganz witzig dann hier an der LZB, was eigentlich ja sonst ein bisschen verborgen bleibt, dass man sieht, was gerade geschaltet wird und so. Das merkt man jetzt hier eigentlich ganz gut. 160 dürfte ich fahren. Das ist mir aber ein bisschen zu schnell für meine Bremskünste. Die sind ja nicht ganz so optimal, ne? Gucken wir uns mal den Güterzug überholt. Jetzt fährt er wieder schneller als wir. Yay. So, sehr geehrte Fahrgäste. Nächste Halte. Spich, Bahnsteig 1. Der Ausstieg ist... Weiß ich nicht. Vielleicht links, vielleicht rechts. Das könnte sowohl Mittelbahnsteig sein, als auch nicht. Das sieht mir nach Mittelbahnsteig aus. Guck mal. Heißt aber, der Zug da links fährt ungefähr 70 bis 80, wie es aussieht. Sogar zwei Loks vorne dran. Schick, schick. So, dann machen wir hier mal ein bisschen gebremst. Bisschen die Siefer geknuddelt und schon passt das hier. Ist aber, oh, ist aber kurz der Bahnsteig, kann das sein? Oder ist das nur so eine Illusion? Der kommt mir recht kurz vor. Fahre ich mal lieber durch bis zum Ende, sonst haben wir, glaube ich, durchaus Fahrgäste Probleme. Beim Einstieg. So, da, da. Ach, sieht doch gut aus. Stehen wir doch da, das ist doch... Passt doch, schau mal. Ne? Oh, wenn auch... Oh, oh, ja... Aber mein Eindruck trügt mich mal zur Abwechslung nicht. Macht er zwar ganz gerne, so hobbymäßig auch, aber jetzt hat es ja gerade ganz gut gepasst. So.
Kleiner Schluck Kaffee. Wir sind ein bisschen spät, kann das sein? Nee, sind wir gar nicht. Wir sind ganz, ganz gut im Plan. Weißt du, an der ersten Station sind zu spät, ne? Das wäre so ein typisches Josh-Ding. Ach ja. So ist es. Wir fahren das wahrscheinlich auch immer so ein bisschen im Abstand von ein paar Kilometer, ist das immer. Aber ich habe unbedingt mein Szenario raussuchen wollen, bei dem wir mal über den anderen Teil der Strecke fahren. Weil wir den Flughafen schon gesehen haben. Genau. So, 3, 2, 1. Gucken wir mal, sogar mit Pünktlichkeitsbonus. Und da fahren wir wieder aus. Gucken wir mal. Ja, passt ungefähr so im Abstand her. So typischer Überland-S-Bahn-Abstand von Station. Also die Beschleunigung finde ich teilweise sehr extrem. Also wenn ich traue mich schon gar nicht auf 100 zu schalten, weil das ist... Ja, ist fast so eine Sportwagen-Beschleunigung. Nee, Josh, ist es nicht. Ja, ist mir egal. Ein schlechter Sportwagen. Aber ein Sportwagen. So ein ganz alter. Der ist schon nicht mehr so sportlich. Der schon ein bisschen abgebaut hat. Physisch. So eine Art Sportwagen. Aber oben wird es dann ganz schön dünn. Guck mal. Also oben wird es geschwindigkeitsmäßig... Ach, haben wir da von Max 140. Kann das sein? Ah, der geht ja bis 180. Gut, das hat nichts zu sagen, ich weiß. Ja, wir finden an dieser Stelle da keine Hinweise. Von daher passt das schon. So 60 in einem Kilometer. Ich glaube, ich fahre ein bisschen langsamer, ne? Das ist dann wahrscheinlich der hier, der bei 1, bisschen. War das hier schon angekündigt? Ne, tatsächlich noch nicht. Okay. Wechseln wahrscheinlich in ein Gleis. Die Zeit sagt, ja, die Zeit passt eigentlich auch. Die Zeit sagt, ich müsste gar nicht ganz so hektisch fahren, wie ich das tue. Wir haben echt noch ein bisschen, guck mal, da können wir noch ein bisschen, da können wir ein bisschen Geschwindigkeit fahren lassen. Naja, die Geschwindigkeit fährt auch ohne uns weg, das ist klar. So, jetzt aber ein bisschen, gell? Boah, langsam, ist immer noch ein bisschen. Ja, wann müsst ihr denn langsamer fahren? Richtung Bahnsteig. Guck mal, hier war dann die Ankündigung, genau, nach Ports. Ah, oh, ah, Hilfe. Ich soll jetzt ohne LZB klarkommen. Hilfe. Okay. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich komme gerade nicht drauf. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ist mir der Hauptschalter gerade geflogen? Wahrscheinlich. Hm. Was ist denn jetzt passiert? Lass mal überlegen. Also LZB-Bereich war zu Ende. Ich hätte das wahrscheinlich irgendwie... passt schon irgendwie. So. Hauptschalter. Fahren wir jetzt wieder? Können wir wieder fahren? Leider noch nicht. Was könnte noch das Problem sein? Hauptschalter ist... Warte mal. Nee, Hauptschalter an stimmt schon. So. Und... Zug fährt wieder. Guck mal. Also ich hätte schon irgendwas bestätigen müssen. Ich komme aber gerade echt nicht drauf, was das war. Ist egal. Wechsel zwischen LZB und nicht LZB-Bereich. Ja, schwierig. Ist egal. Wir kriegen das hin. Jetzt darf ich selber noch ein bisschen hier manuell PZB drücken. Ist ja auch eine schöne Sache. Hier zum Beispiel. Guck mal. Wir müssen mich voll wieder drauf einstellen. Ach, der war für den anderen Teil. Okay. Dann eben nicht. So. Oh, ich bin viel zu schnell. Unkonzentriert. Ein wenig. Ein wenig sehr unkonzentriert. Aber passt schon. Guck mal, so nur eine Tür oder zwei. Ist nur eine Tür. Da will euch keiner einsteigen. Erste Klasse. Gut, die ist gar nicht hier. Ha, das ist natürlich jetzt irgendwie alles ein bisschen blöd gelaufen. Es tut mir auch leid. Tut mir es wirklich. Hier fängt LZB an und da ist halt vorbei. Oh, schade. Schade, schade. Nichts mehr LZB von uns. Nichts mehr gemütlich zurücklehnen. Ach ja. Schön wäre es gewesen. Aber irgendwie den Übergang habe ich jetzt komplett verkackt. Ich weiß nicht, was man da hätte tun müssen. Also ich habe mal versucht, irgendwie ein paar PZB-Tasten zu... Nicht egal, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht.
Hätte vielleicht das Handbuch. Ist egal. Wir haben es halt irgendwie geschafft. So mehr oder weniger. Mit gar nicht so viel Verspätung tatsächlich. Von daher ist das, glaube ich, in Ordnung. Kann schon ein bisschen die Bremse rausnehmen. Guck, wir haben sogar noch einen Pünktlichkeitsbonus. Also sind wir schon gar nicht zu spät. Wir haben alles unter 3 Minuten. Das ist eh noch pünktlich. Von daher passt es schon. So, drücken muss ich jetzt erstmal auch nichts. Okay. Sind wir echt noch ein bisschen intensiver dann auch an diese, an die Seiten der Strecken schauen, wo dann die Geschwindigkeiten stehen. Das hat man vorher alles mal im Display drinstehen, das haben wir jetzt halt leider alles nicht mehr. Das ist Zugfahren wie damals. So. Dürfen wir denn hier ein bisschen schneller oder bleiben wir jetzt hier bei 60? Dürfen wir schneller, dankeschön. So, sehr geehrte Fahrgäste, Ports, schon wieder Ports. War wir nicht gerade? Ja, sie verpasst schon. habe ich nicht vergessen. Nein, nein, muss es mich nicht dran erinnern. Mm-mm. Habe ich alles gewusst. Dies war eine sehr realistische Aussage, ich weiß. So, da können wir aber schon mal ein bisschen, genau, den Rest einmal rollen. Oder kommt mir der Name nur so bekannt vor, weil ich mir das nämlich vor auf der Karte angeschaut habe, dass auch ja hier unten langfahren. So, da ist der Kanal ist in Ordnung, das finde ich gut. Köln-Steinstraße. Guck mal, dann fahren wir tatsächlich schon langsam wieder auf Köln zu ein bisschen. So, ja, da vorne haben wir schon den Bahnsteig. Ja, das kriegen wir hin. Erstmal bremsen wir uns heute mal zur Abwechslung nicht. Hoffe ich. Aber auch hoffentlich nicht so im Loop-Modus, dass man schon 3 Kilometer vorher schon so langsam ist, dass man gar nicht anders kann, außer pünktlich zum Stehen kommen. Nee, das geht schon. So, sehr gefallen ist Ports am Bahnsteig 1, Ausstieg ist Fahrt Richtung links. Bitte, ne, alle mal aussteigen von mir aus. Ihr könnt auch alle aussteigen, wenn sie wollen. Aber kann das sein, dass wir letztes Mal mit dem längeren Zugverband gefahren sind? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube, letztes Mal war der ein bisschen... Hat der ein bisschen mehr Zug? Gut, der fährt auch über den Flughafen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen... das könnten wir ja schon anhalten. Machen wir mal. Fährt auch über den Flughafen. Das wird es ja nicht tun. Von daher ist es wahrscheinlich nicht ganz so gut besucht. Ja. Ist bestimmt aber auch gar nicht mal so schlecht besucht hier. So, einmal aussteigen bitte. Sogar komplett auf die Sekunde pünktlich. Habt ihr gesehen? Ich habe auf die Türen gedrückt und dann war dieses offizielle jetzt Türen... Jetzt ankommen, bla, Dings, ne? Ich bin sehr stolz auf mich. Portswahn war das. Entschuldigung. Portswahn war das vorher. Da kommt man dann anscheinend von der Nebenstrecke vom Flughafen. Okay. Guck mal, da wissen wir ein bisschen Bescheid. Wir haben jetzt voll die Ahnung, gell? Hm. Voll streckenkundig. Schön wär's. So, gleich weiter hier. Wir haben mal keine Zeit. Sie ist beschleunigt. Ich würde sie echt gerne mal ausprobieren auf 100%, aber das tut mir echt mein Herz weh. Weil das so physikalisch, sagen wir mal, schwierig ist. Köln-Steinstraße. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Wir haben ungefähr 1 Minute. Oh, das ist sportlich. Aber es ist auch nicht so weit, gell? Von dem her passt das schon. So, sehr Gefahrgäste, nächster Halt. Köln-Steinstraße, der Ausstieg. Vielleicht auch in der Fahrtrichtung links. Das wissen es alle, die hier wohnen. Oder ab und an mal mit der Bahn fahren. Ich nicht. So. Hoffen wir, das passt alles. Ich sitze im Glück recht wenig. Oh, wow, wow. Ja, klar, das befahren wir mal kurz mit 120. Das passt schon. Da geht nichts kaputt. Nein. Das passt alles. Guck mal, war doch nichts. Ui, das war aber böse, du. Da hätte man eigentlich, also hätte man entgleisen können. Ich glaube, jetzt weiß ich, wo das herkommt mit dem... Guck mal, da entgleist man dauernd auf dieser Strecke. Das wäre zum Beispiel so eine Situation gewesen. Aber dass man sowas nicht... ich verstehe es manchmal nicht. Also generell verstehe ich manchmal den Weg eines Produktes nicht. Weil eigentlich so überall Tests und Zeug und alles und ach... Ich weiß auch nicht.
Also manchmal verstehe ich das nicht so ganz, warum Sachen so veröffentlicht werden, wie sie sind, weil, ja gut, Zeitdruck, mein, du steckst auch nicht drin, aber trotzdem finde ich das manchmal ein bisschen, weil wer soll dir Zeitdruck machen? Es ist published by Dovetail Games und entwickelt von Dovetail Games. Ja, schwierig. Schwierige Sache. Aber so ist es. Ja, waren wir auch halbwegs pünktlich hier. Das passt schon. Machen wir mal hier ganz kurz. Ach, Steinstraße war hier, genau. Dann haben wir hier Airport Business Park. Schick, schick. Jo, voll das Business am Machen sind wir dann da bestimmt. Oder eher gesagt, die Leute, die ja aussteigen. Wir eigentlich nicht so, wir sind nur die... Wobei, wir machen auch Business, weil wir bringen Business zusammen und Zeug und bla und so. Zwischen die Türen von dem Hinteren nicht aufgemacht. Das finde ich generell manchmal seltsam, dass die Türen... Ach, ja. Man steht zwar irgendwie am Bahnsteig und die Bahnsteigdefinition ist nicht die optische Bahnsteigdefinition. Ach, keine Ahnung. Das finde ich manchmal etwas seltsam. So, Airport Business Park ist er auch gleich wieder. Gucke mal. Ja, der geht ganz schön ab, der Zug. Oh, das ist ja echt heftig, gell? Ich lasse es mal besser bleiben. Das tut echt weh. Auf 0 auf 100, ja, Sportwagengeschwindigkeit. Haben wir es ungefähr erreicht. Gut, die paar Sekunden ist vielleicht gelogen, aber... Ich meine, das schafft nicht jedes Auto. Ach ja... Nächster halt Airport Business Park, irgendwo Ausstieg wahrscheinlich, aber da links. Ja, ich vermute mir hier sehr viel mit Mittelbahnsteig gemacht. Ja, ganz so früh brauchen wir noch nicht, aber jetzt vielleicht schon langsam. Immer noch nicht. Ich dachte, das da vorne wäre schon der Bahnsteig, ist es aber noch nicht. Er ist da vorne nach der Kurve, guck mal. Die man übrigens auch wieder mit 120 befahren darf und die absolut nicht so aussieht, als dürfte man sie mit 120 befahren. Aber gut. Ich hinterfrage das nicht. Die denken sich auch, ja, hier fährt sowieso nur eine S-Bahn lang. Die fährt ja eh nicht schneller. Ja, dann kann man aber auch... Wobei... Ja, das war jetzt okay. Ui. Das kam unerwartet. Und auf einmal war hier ein Bahnsteig gebaut worden. Oh. Ganz schön knapp war wieder. Also es gibt Bahnsteige, die sind einen Ticken länger hier auf der Strecke anscheinend. Und dann gibt es den hier. Ja, eben. Wurde echt vorne drin und dann bist du hinten gerade drin und dann... Jo. Einmal aussteigen, bitte. Business Park. Ah, ja. Also die laufen dann hier hoch. Darüber und dann da wieder runter. Gut, das ist dann hier quasi die... barrierefreie Variante mitten ins Grün. Schön. Ach ja. Oh, hat was vom Business Park. Passt schon. Gucke mal die Sonne, gucke mal Wasser. Süß. Aber tatsächlich ein schemenhaft erkennbares S-Bahn-Netz. Wow. Also zwischen der Tür will ich nicht stehen. Diesem Türstießen will ich wirklich nicht im Wege stehen. Das passt schon. Und hier haben wir jetzt tatsächlich... Mal wieder ein bisschen PZB-Action. Wir dürfen sogar fahren. Ach, guck mal. Langsam müssen wir trotzdem werden, gell? Ja. Dann machen wir das doch mal. Ganz gemütlich daran tuckern. Ich vergesse mich nicht fahren, auf das wusste ich mal. Ich habe es wieder vergessen. Ist egal. Da unten ist rot. Und da dürfen wir aber drüber fahren. Genau. Mit halt Dings da hier. Mit Befehl. Aber wir dürfen drüber fahren. Und natürlich ein bisschen langsamer. So. Gucke mal. Ein rotes Signal. In freier Wildbahn. Wobei, so frei ist die Wildbahn. Guck mal, es tritt im Rudel auf. Schau mal. Rote Signale sind Rudeltiere. Im Gegensatz zu Satzzeichen bei Kommentaren auf YouTube. So. Ich habe ja erteilt, genau. So. Gucke mal. Wir durften sogar drüber fahren. Es hat sogar geklappt dieses Mal. Ohne irgendwie...
Und dass ich was kaputt gemacht habe. Ich bin jetzt stolz auf mich. Befreien darf ich mich nicht. Gut, danke. Thank you for the info. Aber warum war hier jetzt bitte rot? Kann mir das mal einer erklären, so, warum? Mami, Mami, wieso war da rot? Ich weiß es auch nicht. Wobei, das war vielleicht die falsche Stimme. Vielleicht. Habe ich jetzt? Immer noch nicht. Jetzt geht's gleich wieder berghoch. Guck mal. Witzige Unterführung. Ja, alles gut, Sifa. Jetzt. PCB ist locked while the train is... Ja, ich will die auch gar nicht ausschalten, du. Ich wollte gar nichts tun. Wollte ich echt nicht. Ihr Voice sieht, was der von mir will. Das dürfen wir aber wieder, gell? Ja, ich wollte nur mal gefragt haben. Sonst schafft man das nämlich nicht, was da steht. Das könnte sonst knapp werden. Aber generell ist mit dem Rot, das zieht dem auch schon ein bisschen Zeit hier weg, gell? Das ist unpraktisch. Ist da rot? Oh, viel langsamer. Ist da grün? Das ist grün. Gerade sah es noch voll wie rot aus. Okay. Ich bin nämlich aber gewundert, sonst hätte ja eine Ankündigung sein müssen, eigentlich theoretisch irgendwo. Sodele. Auf die freie Strecke. Und auf ungefähr eine Minute Verspätung. Juhu. Super Aktion. Bei meinem Fahrstil, ey, die Leute. Die armen Leute. Die tun mir echt leid. Also ich würde nicht mit mir Zug fahren wollen im Real Life, wirklich nicht. Vor allem nicht mit dem Zug, der sich... Wo kam jetzt die 100 her? Ich glaube, ich hab's übersehen. Ja, gut, Punkte braucht ja eh keiner. Kann ich mir ausdrucken und an die Wand hängen, aber das kostet alles wieder Toner und von dem her lassen wir es einfach mal bleiben. Jo. Nächste halt, Köln-Triborn-Straße auf Bahnsteig 2. Noch ein kleiner Schluck Kaffee für mich. Damit ich nicht während der Fahrt irgendwie gleich wegnicke oder so. Muss ja auch nicht sein. Gut, die Sifa wäre zur Stelle, die schläft nie. Außer man tötet sie. Indem man sie ausschaltet. Aber das ist eher so nur so im Spiel. Ich glaube, ich konzentriere mich mal lieber ein bisschen wieder auf die Einfahrt da. Das könnte nämlich sonst ein bisschen knapp werden. So, nächster Halt, Köln-Triborn-Straße, Bahnsteig 2, Ausstieg in Fahrtrichtung. Links haben wir, ja, sieht so aus. So. Boah, das sieht wieder so ein kurzes Ding, gell? Ach, guck mal, Gegenzug. Umsteigemöglichkeiten in die Gegenrichtung. Oh, zwei Züge. Süß. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der hält. Und der Chainsimulator so, echt stöhnen. Hat sich da so ein bisschen kritisch angefühlt. So. Dann steigt einmal um. Köln Hauptbahnhof. Lieber Zug. Bist du dir sicher? Bist du dir da wirklich sicher, dass du nach Köln Hauptbahnhof fährst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ist das ich selber nicht. Weiß ich mir aber auch nicht. Jo. Ja, komm, 2 Minuten ist okay. Machen wir schon mal so. Und dann geht's weiter. Erst dann, bitteschön. Nicht vorher. Köln müsste dort sogar gleich schon. Bin ich mal gespannt, würde ich mal gerne ein bisschen umschauen, aber letztes Mal sind wir auch schon lang gekommen. Also wer gerne die Fahrt über den Airport sehen möchte, dem ist die letzte Folge ans Herz zu legen. Dieses Mal fahren wir den anderen Teil, aber ich möchte echt mal gerne dann hier mal ein bisschen gucken, ob man da was sieht von der Messe. Guck mal, da ist grün. Schick, das einzige, guck mal, das einzige so ein cooles mega Hochgleis. Süß. Ja gut, die rechts sehen wir uns jetzt auch, aber passt schon. Ich komme damit klar. So, der Sonne entgegen, also fahren wir grob, ja tatsächlich, wir fahren echt grob Richtung Westen, von dem her passt das schon.
So, jetzt müssen wir nur noch mit einberechnen, dass es hier steil, sehr, 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 sehr steil bergab geht. Mit den Bremsen eben. Uiuiui. Das ist aber kräftig, du. Sehr kräftig. So, wir halten ein bisschen weiter vorne, wie es aussieht. Joa. Passt schon. Jetzt haben wir mal die ganzen Züge da von der Rampe runter. Heißt, das geht jetzt alles ein bisschen besser. Ja, drin sind wir auf jeden Fall. Ist ja eben ein bisschen länger hier. Hält ja auch Fernverkehr tatsächlich. Ja, hält, glaube ich, auch Fernverkehr. Stimmt. Haben wir, glaube ich, ein paar gesehen. Wenn auch wahrscheinlich eher bloß zur außergewöhnlichen Messezeiten. Ich habe auf 8 gedrückt, liebes Spiel. Anscheinend nicht, Josh. Okay. So, guck mal, wo ist da? Das ist Bahnhofsgebäude. Ja, so grob. So ganz grob. Ja, so ganz grob. Ja, sehr grob. Ne, diese Straße hört auch einfach auf, das ist klar. Das kennen wir alle, weil... Ja. Ne, ganz wichtig, dass man hier noch 300 Kilometer weiter irgendwelche Sachen platziert, aber hier direkt am Bahnhof rum, nee, das ist Luxus. Ach so, wir dürfen schon. Aber generell gibt es im Chain Simulator eh so ein bisschen eine, gefühlt so ein bisschen eine andere Art der Map-Gestaltung, wenn man das jetzt irgendwie mit Omsi oder so vergleicht. Es ist alles wesentlich weniger weitläufig als hier. Und du siehst da ganz viele Sachen irgendwie gar nicht. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum das hier alles so weit platziert wird. Aber gut, so ist es. So, Kölner Bahnhof, Bahnsteig 11.60 Uhr. Tut mir leid für meine Fahrmanöver. Tut mir echt leid. Gut, vor allem für die Fahrgäste. So. Können wir ein bisschen rumgucken hier. Auf 40 hat mir das wer gesagt, oder war das wieder einfach so? Man weiß es nicht. Ist wahrscheinlich wegen der Brücke. Ich würde die Brücke nicht kaputt fahren. So, mal ganz vorsichtig. Und damit das Spiel ein bisschen Zeit hat nachzuladen, das ist, glaube ich, auch keine schlechte Idee. So, gemütlich. Guck mal, jetzt haben wir sogar unsere Zeit wieder halbwegs drin. Das finde ich gut. Der Dom. So ganz direkt neben, ganz präsent neben dem Hauptbahnhof platziert. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Oder ist rot? Ist das unser Rot? Das ist unser Rot. Ups. Warum kann ich das eigentlich nicht auf grün anfordern? Gut, dann halte ich hier. Sehr geehrte Fahrgäste, dieser Zug hält heute im Bahnsteigbereich A, in den Bereichen B bis A. Tatsache, das ist unserer. Okay. Okay. Sind wir denn drin? Ja. B bis A und noch ganz viel weiter draußen. Irgendwie sowas. Aber da vorne ist wieder grün. Hä? Ist das, finde ich, wie in der Gegenrichtung? Warte mal. Also wenn das jetzt unsere Abfahrtszeit... Nee, das zeigt eindeutig unsere Richtung. Na gut. Ich kann es auch echt nicht auf grün anfordern. Dann ist es vielleicht gar nicht existent. Man weiß es nicht. Mal gucken. Wenn wir es der LZB hätten, könnten wir sie ja fragen. Aber die wurde uns Anfang der Folge leider abgenommen. Schade, schade. Jetzt nutze ich die paar Sekunden ein bisschen zum Rumfliegen hier. Ein Schiff. Und ein Dom. Ja. So grob. Was bewegt sich denn da? Was bewegt sich denn der Schatten? Hilfe. Ich bin paranoid, ist egal. Es ist ja immer noch rot. Ich glaube, ich darf einfach fahren. Hoffe ich. Ich glaube, das Signal ist gar nicht da. Guck mal, es ist auch gar nicht eingezeichnet auf der Strecke. Das ist einfach nur Deko. Ich fahre da mal mit angezogenem Befehl drüber. Okay, das Spiel interessiert sich nicht dafür. Gut, dann interessiere ich mich auch nicht für das Signal. Dann sind wir uns zumindest mal einig. Das Spiel juckt's nicht. Mich juckt's nicht. Passt schon.
Aber interessantes Phänomen. Also eher interessant im Sinne von seltsam. Na ja, gut. So, sehr geehrte Fahrgäste, nächster Halt, Köln-Hansa-Ring. Diese Fahrt, ja, nee, endet hier nicht. Ist egal, ich gehe wieder bloß. Ich bin bloß der Zugfahrer, der wieder geht. Weil ein anderer Teil der Strecke nicht mit dabei ist. Boah, schade. Somit hätten wir jetzt eigentlich tatsächlich den größten Teil der Strecke, also eigentlich haben wir den ganzen Teil der Strecke gesehen. Der Erweiterung. Ja, und der Teil von hier bis zum Hansaring war ja, glaube ich, sowieso schon enthalten. Von daher, ja, ich fahre ein bisschen zu schnell, das tut mir natürlich leid. Jetzt drückt das Motor noch ein paar Minuspunkte, nein, das passt. Ist okay. Mein, mir persönlich macht das nichts aus. Es ist wirklich in Ordnung, passt schon. So, dann wechseln wir das Zugteam, also bestehend aus mir und ja, mehr nicht. Mist da leider nicht. So, Dille. Ist auch wieder recht kurzer Bahncheck. Stimmt, das war ja, da sind wir letztes Mal losgefahren im Schnee. Als wir nichts gesehen haben. Sollte ich auch nochmal. Überleg mir, du wohnst direkt hier. Da bist du ohne Schallschutzmauer, bist du direkt am Bahnhof. Das ist hart. Jo. Ja, jetzt aber, wenn es nicht alle Türen aufgehen, dann kann ich jetzt... Ah, dankeschön. Diese wieder für. Ist egal. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch an der Stelle fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder beim Let's Play Train Simulator 2018. Bis dann, mache das gut. Tschüssi.